Wir wollten ja diese Übergabe provozieren und so einen großen Rancor zu nehmen, heißt ja mehr oder weniger Bedrohung wahrscheinlich. Bedrohung, genau. Und diese Eckhunde, das so wahrscheinlich Rudel, heißt wahrscheinlich sowas wie, wir müssen uns zusammenraffen, wir müssen Truppen zusammenziehen. Ja. Und dieser Fischschwarm, so einzelne Kleine, die sich ab und zu verbinden, aber auch wieder auseinandergehen, ist für mich das Logischste von einer Art Treffpunkt. Wow, im Nachhinein klingt es echt wahnsinnig intelligent. Es war aber trotzdem geraten. Ja. So, besiege die Gantbeschützer. Gantbeschützer. Oh, diese Fliegenmenschen. Mit dem Tauchsieder in der Fresse. So. So, den stechen wir von hinten ab. Wir nehmen den natürlich jetzt erstmal. Oh ja. Sehr gut, Gegner schon mal überrascht. So, und dann bleibt noch einer. So, stell das Noetikon des Wissens sicher. So. Fraktalstruktur erfordert eine Entfernung aus dem... Bei allem Respekt, Meister Arca, ihr liegt falsch. Die Struktur erscheint lediglich fraktal, wenn man es durch die Linse der Macht betrachtet. Ich nehme nicht an, dass ihr eure geometrischen Streitereien kurz beilegen könnt. Dann würdet ihr sehen, dass wir Besuch haben. Ein Kobold! Alter! Das ist ein Kobold! Wer seid ihr? Es ist mir eine Ehre. Ungeduldigen Besuch. Aber, sag mal, der Kleine, der aussieht wie Yoda, der hat ja nicht in Knights of the Old Republic mitgespielt, der Wanda im ersten heißt Teil. Heißt der Wanda? Der hieß doch so, oder? Das kann gut sein. Ich glaube, mich nämlich an den zu erinnern. Der war doch am Anfang bei der Schlacht um die Sternenschmiede. War nee, der nicht am Ende ist die Schlacht der Sternenschmiede. Nein, ich meine im ersten Teil von KOTOR. Ja. Wir treffen ihn zum ersten Mal auf diesem Zufluchtsplaneten. Stimmt. Dantooine. Dantooine. Genau, und dann nachdem dieser Planet von den Sith zerbombt wurde, sehen wir ihn dann wieder, als die Flotte der Republik die Sternenschmiede angreift. Und mir fehlt hier eine Gesprächsoption, denn ich möchte zu gerne den Kobold fragen, wo er den Topf voller Gold hat. Okay. Wir fragen ihn erstmal, wer er ist. Kommt vielleicht ja noch. So schön. Ihr seht das Nötikon des Wissens. Wir wurden auserwählt, den Geist der Jedi zu vertreten, der nach wissenschaftlichen Antworten sucht. Meist streiten sich die anderen beiden. Der Letzte, der das Nötikon befragte, war dieser Diskussionen so müde, dass er es einfach stilllegte. Eine Gnade war das. Wartet, Meister Taris. Wo ist der Jedi-Tempel? Wir sind wohl an einem anderen Ort. Klugscheißer. Ich muss unbedingt Yuan helfen. Das ist faszinierend. Er ist jetzt Schutt und Asche. Captain Obvious. Das ist nicht der Jedi-Tempel, das muss woanders sein. Also, wir müssen unserer Meisterin helfen. Yuan, natürlich. Ja. Ich erkläre später alles. Aber jetzt muss ich etwas über eine Krankheit wissen, die meine Meisterin befallen hat. Wie schrecklich. Kommt, erzählt uns von ihren Symptomen. Vielleicht können wir helfen. Sie sagt also, dass die Dunkelheit naht und spricht von einem gewissen Parkanas. Und ihr Geist ist schwer angeschlagen. Wir haben alles durchsucht, was wir über Krankheiten wissen. Doch die, die ihr beschreibt, war nicht dabei. Wie soll es jetzt weitergehen? Das ist nicht sehr ermutigend. Nach all meinen Bemühungen nichts. Na, wie soll es jetzt weitergehen? Welche Aufgabe kommt mir zu? Manchmal erlangt man Wissen durch das Ausschließen falscher Annahmen. Ausnahmsweise sind sich Meister Wanda und ich einig. Yuans Krankheit hat höchstwahrscheinlich keinen medizinischen Grund. Aber wir sind auf Daten gestoßen, die erst überprüft werden müssen.
Wenn ihr das Nötikon des Lichts findet, in dem die Meister Noab, Nomi und Wohl das mystische Wissen des Jedi-Ordens hüten, könnten sie euch vielleicht weiterhelfen. Oh, Überraschung, noch ein Zauberwürfel. Wie finde ich es? Hab Dank für euren Rat. Das hoffe ich. Ja, wie finde ich es? Das wäre mal eine gute Frage. Wo ist dieses Nötikon des Lichts? Wir wissen es nicht. Normalerweise wäre es im Tempel mit uns verbunden, doch das ist nicht mehr so. Es tut mir leid, dass wir euch nicht weiterhelfen konnten, doch ohne die anderen Nötikons ist das schwierig. Findet das Nötikon des Lichts. Möge die Macht mit euch sein. Und denkt daran, wenn ihr Antworten sucht, müsst ihr stets fragen. So, kehre zu Adros Finn zurück. Sehr schön. Wir haben hier offensichtlich, Moment, wir haben hier tatsächlich noch nicht alles erledigt, denn wir haben die Nebenquest noch nicht gemacht. Ja, dann müsst du aber erst wieder aus dem Story-Bereich raus. Du hast recht, deswegen gehen wir wieder zurück zum alten galaktischen Markt, würde ich jetzt spontan sagen. Und dann schauen wir mal, ich hoffe mal, wir sind jetzt nicht zu weit weg von dem Bereich für die Bonus-Quest, weil wir sollten die auf jeden Fall noch machen. Wie gesagt, die EP braucht man. Ja. Das macht sich in den späteren Stufen auf jeden Fall bemerkbar. Jetzt am Anfang noch nicht, aber so ab Stufe 30 merkt man dann vor allem. Ich schon, dass es sich schon bemerkbar macht. Naja, ja gut, okay, ja. Wir sind halt schon deutlich stärker als die meisten Gegner. Ach, nee, das ist viel so. Also wir können jetzt hier erstmal unser das Gildenbuch abgeben. Dadurch haben wir gleich mal 3 Coruscant-Auszeichnungen, einen Haufen Erfahrung. Wow. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Wir haben hier noch eine Quest. Ah, es ist eine Auftragstafel, stimmt. Ich erinnere mich. Also zur Bonus-Quest musst du jetzt durch diese Tür. Wir müssen jetzt... Und auch noch diesen Alien. Stimmt. Deswegen... Klar machen, dass ihn niemand mehr knuddeln will. Stimmt. Offizier Anstis, wir haben hier noch eine Mission. Mit dem sollten wir gleich mal... Oder der sollten wir... Da, mit der sollten wir gleich mal reden. Es ist die vorhin übersehen? Jedi. Sieht so aus. Ich entschuldige mich im Voraus, falls ich mich auf euch übergeben sollte. Offizier Anstis. Das wird ein geiles Gespräch. Schön, euch zu... Autsch. Treffen. Anscheinend habe ich Feinde im Hauptquartier. Ich habe die wenig beneidenswerte Aufgabe, Gambo zu verhaften. Einen Vollstrecker der Schwarzen Sonne mit einigen Morden auf dem Konto. Ich war ein paar Mal in der Schmugglerhöhle, um ihn zu stellen. Und jedes Mal hat er mich nur gerade so am Leben gelassen. Ihr müsst nicht kämpfen. Ihr seht nicht gut aus. Das ist euer Problem, nicht meins. Ja, würde ich doch mal sagen, wir bieten gleich mal unsere Hilfe an. Ich muss mir gerade vorstellen, wie dieser Officer auf unseren Spielcharakter kotzt. Das wäre doch mal... Großer Gott. Oh Gott, okay, mach weiter. Vielleicht solltet ihr versuchen, mit Gambo zu reden. Gambo redet nicht. Außer mit seinen Fäusten. Ich würde ja Verstärkung rufen, aber um offen zu sein, Gambo könnte die ganze Kantine auseinandernehmen, wenn er wollte. Er muss überredet oder überwältigt werden, wenn ich ihn verhaften soll. Ich bin ihm nicht gewachsen, aber ihr habt vielleicht eine Chance. Macht euch keine Sorgen. Ich mag Herausforderungen. Reißt euch zusammen. Mission ablehnen. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Mission direkt an. Ja. Ich werde mit Gambo sprechen. Und ihr solltet ein Medicenter aufsuchen. Ich werde meinen Posten nicht verlassen. Ich kann Gambo nicht überwältigen. Aber ich kann ihn im Auge behalten. Niemand kriegt Gambo zu sehen, ohne an Suki, seiner Wache, vorbeizukommen. Wenn ihr Glück habt, lässt Gambo euch vielleicht etwas sagen, bevor er zuschlägt. Wählt eure Worte weise. So, sprich mit Suki. Das scheint jetzt direkt hier zu sein, tatsächlich. Und da wir hier jetzt in eine Kantine reingehen, können wir wahrscheinlich auch gleich mit Quaizen festreden. Aber zuerst... Ach, wobei, Moment. Erst machen wir hier den Schnellreisepunkt. Und dann reden wir jetzt mal mit Quaizen. Es ist mir ebenfalls eine Ehre. Dies wird eine anstrengende Reise. Ich bin nicht wirklich euer Herold. Ich bin wirklich nicht euer Herold. Ich will einen lesen. Ja. Ja, natürlich ist es uns ebenfalls eine Ehre, mit einem solch guten Jäger zusammen zu reisen. Ich habe eure Fähigkeiten als Jäger gesehen, Kaizen. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben.
wenn du es gut sagst, brunst, Dajava. Skotjarat mask osla, svetrud tranis, umbakulua, jorska poppet. Erklärt mir diesen Punktestand nochmal. Dann holt sie euch zurück. Seid nicht so melodramatisch. Das mit dem Punktestand haben wir ja schon mal geklärt. Ja. Dann würde ich doch einfach mal sagen... Holt sie euch zurück. Genau. Denkt nicht darüber nach. Stellt euch vor, wie gut es sich anfühlen wird, diese verlorenen Punkte wiederzuholen. Angeber. So, das wäre es schon wieder mit dem Gespräch gewesen. Erfahrungspunkte und Zuneigungsgewinn, sehr schön. Und dann gehen wir doch gleich mal hier in diese... Wir müssen doch noch den, Ach, okay, das ist ja gleich das. Das ist die Mission, ja. Mit Soki reden. So. Das dauert noch einen Moment. Ah ja, hier haben wir Soki. Ich muss mit Gambo sprechen. Utula Musta, wo granitampio, du Pushiwompa. Keine Sorge, was für eine Memme. Ich werde noch Schlimmeres tun. Ach, der guckt schon so nett im Hintergrund. Dann will ich nochmal sagen, ach, keine Sorge, wird schon. Ich komme mit Gambo klar. Ihr werdet nicht verletzt. Gino Hagua Bontagu, Chubalong Haku. Dumicha Kolkata Maji, Taus Azelas Ulval. Macht überreden. Heute nicht. Ihr seid verhaftet. Seid vernünftig. Wenn wir die Option haben, will ich doch sagen... Ja, das ist immer lustig. Ihr wollt nicht mit...